Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von mir, und zwar dieses Mal wieder aus der Challenge zusammen mit dem LS-Profi. Moin Moin! Servus. Jo, wir sind noch immer in der Feldarbeit und jo, der Herr vom LU hat gerade seinen Drescher abgeholt. Und jo. Was hat denn der? Und jo. Dann müssen wir mal die Ballengabel, Anhänger drunter, Ballendruck, Geller abfahren. Geil, jetzt kommt wieder das grausige Unkraut. Das war ja ich. Viel zu viel Arbeit und viel zu wenig Arbeit. Jojo, so geht's eben dahin. Das ist jetzt schon die 95. Folge, wenn es stimmt. Und jo, irgendwie ist es heute so leise da. Ja, weil ich gerade was noch nicht gucken will. Und jo. 2000 kostet die scheiß Lackierung, was ist das von mir, Junge? Ja, einen neuen Anhänger gekauft, den so soll es sein. Mhm. Haben Sie eigentlich die Steuern schon überwiesen und das Finanzamt? Steuern, Junge, Steuern gibt es schon mal gar nicht, Alter. Steuern können Sie sich hinter den Puckel runter. Was macht das für die Steuern? Nee, alles gut. Cool. Ich glaube, besser ist es tun als Steuern. Ach du Scheiße! Hören Sie mich noch? Natürlich höre ich Sie. Was ist denn Ihr Problem? Was ist denn? Nix, Patsche. Bin gerade ein bisschen gestresst, du. Alles gut. Jo. Alles kein Problem. Ich hab nur gedacht, Sie hören mich. Was machen Sie denn? Arbeiten. Echt jetzt? Ich dachte, Sie sind bei Maggis. Was essen? Was arbeiten Sie denn? Am Feld ansehen, noch immer. Was sehen Sie denn an? Das, was Geld bringt aufs Konto. Was wäre? Das gutes Geld bringt. Mehr sage ich dazu nicht. Was wäre? Seien Sie doch nicht immer so neugierig, Herr Kollege. Sagen Sie doch. Nee. Doch. Was sind immer so neugierig? Ja, ich weiß, damit sie neugierig sein, aber ich ruck nicht aus mit der Sprache. Doch.
Na. Oh. Ist noch ein Fuffi. Ja, 50k kannst du bei einer weißen Rucke aus. Ja, das geht aber noch ganz gut, ne? Aua! Hm. Hammer. So, dann schauen wir gleich mal weiter. Ist bei Ihnen auch schon dunkel? In real life. Was ist eigentlich Ihr Lieblingszeit? Frühling, Sommer oder Herbst oder Winter? Sommer ist gut zum Arbeiten, im Winter habe ich aber Geburtstag und ich mag Schnee. Regen. Also Winter? Ja, Winter und Sommer. Was lachen Sie denn schon wieder? Was haben Sie denn schon wieder in der Schilde? Ich hasse diesen Zirkus hier. Hä? Wo war denn da jetzt gerade? Hä? Jetzt Jella Abfahrt, jetzt geht's ab, Junge. Jetzt wird Schotel jetzt produziert. Wow, es hat gerade geleckt. Was, sie produzieren Strohpellets? Ja. Haben sie die Premios gekauft oder? Nee, ausgeliehen. Nein, oder? Och nö, bitte nicht. Was ist denn? Oh, ist der Anhänger zu hoch. Karmer. Ah doch, geht doch. Oh Mann ey, ich dachte halt so. Hä, wo ist der Ball? Hoppala. Hä? Was? Scheiß Ballengabel. Nein! Ja, scheiß auf den Ballen, ganz ehrlich. Okay. Was denn? Was gibt es denn? Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Den Ballen aufladen. Machen Sie das, Herr Kollege. Alter, jetzt gerade echt Party bei mir, Junge. Hm.
Was ist ja Party? Remus Party. Mhm. Freut mich für sie. Ja. Ich spiele auch gar nicht. Beneide ich sogar ein bisschen. Ey, Alter, es ist... Mann, gib jetzt Kettballen, Junge! Ich muss sie schnell machen! Wow! Nix. Immer wieder schön anzusehen, aber wir haben schon 50 Mal gesehen, das ist cool. Jo. Oh, meine lieben Freunde, der Herr Kollege redet halt irgendwie nichts. Nee, weil ich ziemlich beschäftigt bin. Ich mache gerade Multitasking. Ich wickel gerade und mache gleichzeitig nur die Strompellets. Du musst doch mal vollen Einsatz zeigen, Junge. Vor allem geht es in den letzten Folgen, da geht es auch um den Sieg. Da wird Nachtschicht eingelegt, Junge. So, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, war es das schon mit der Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo und ein Like da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Schaut gerne zur nächsten Folge wieder vorbei. Schaut beim Herrn Kollegen vorbei. Und ja, dann war's das mit der Folge. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.